Thunder erklärt X-Wing Teil 3,2. Ja, immer. Ja, wir hatten vorher in der Aktivierungsphase, sind wir immer noch, mit dem Bewegen und so, ja gesagt, wenn ihr euch bewegt habt, kommen die Aktionen. Und ich habe da schon ein paar Mal gesagt, hey, da kommen wir später dazu. Und jetzt ist später. Um einen Film zu zitieren, when has become now? Also, das jetzt jetzt ist. Wer das erraten kann, kriegt einen Cookie von mir oder so. Ich muss aufpassen mit solchen Versprechen, denn plötzlich schreibt ihr mir noch oder irgendwie sowas und dann, oder uns besser gesagt, und dann müssen wir sowas irgendwie machen. Also, kein, ja, egal. Also, kommen wir zu den Aktionen, bevor ich zu lang werde. Wir haben schon fast eine Wette am Laufen. Die Aktionen, die haben wir hier ja auf der Aktionsleiste, Bar, was auch immer, je nachdem. Aber es gibt noch mehr, als wir euch bis jetzt gezeigt haben, aber das ist erst mit späteren Schiffen dazugekommen. Wir versuchen so ziemlich alle Aktionen kurz und gut zu erklären, wie möglich. Macht der Satz Sinn? Keine Ahnung, wir machen weiter. Also, kommen wir zuerst zur wahrscheinlich meist vorkommenden Aktion überhaupt, das Auge oder auch Fokus genannt. Wir werden ab jetzt immer vom Fokus sprechen. So. Dafür gibt es diesen wunderschönen Token, vielleicht habt ihr ihn auch schon mal gesehen, irgendwo auftauchen in den vorherigen Videos. Wer ihn findet, kriegt einen Cookie. Nein, kein Spaß beiseite. Wenn ich jetzt also mit meinem Schiff geflogen bin, da kommt ein wunderschöner TIE Fighter daher, und er ist geflogen und ich mache die Aktion Fokus, dann lege ich so einen Token nebendran. So, schön, der hat jetzt einen Fokus-Token, aber was kann der eigentlich? Ein Fokus kann für verschiedene Sachen eingesetzt werden, aber hauptsächlich kann er entweder beim Angriff oder bei der Verteidigung verwendet werden. Und zwar haben die findigen Zuschauer unter euch wahrscheinlich schon festgestellt, wir haben hier auf den Würfeln das gleiche Symbol, ein Fokus. Jetzt, also, wenn dieser TIE Fighter angreift, also nur rote Würfel hat, sagen wir, wir nehmen gerade die richtige Anzahl, welche 2 ist, kleiner Tipp, die steht hier, kann ich den jetzt also verwenden. Also wenn ich jetzt angegriffen habe und zum Beispiel so etwas gewürfelt habe, ich würfel jetzt nicht vor, weil es kommt garantiert kein Würfelergebnis raus, das ich brauchen kann, dann kann ich jetzt sagen, hey, ich will mehr Schaden machen, ich gebe diesen Fokus auf und darf alle Fokuszeichen auf einen Treffer drehen, die ich gewürfelt habe. Genau, Treffer, kein Crit, nur Treffer. Außer eine Karte erlaubt irgendetwas. Das ist auch so eine Sache. Bei X-Wing dürft ihr alles, wenn ihr solch eine Karte erlaubt. Aber wir probieren hier nur Basics. Also, das heißt, selbst wenn ich das hier würfe, kann ich den Fokus ausgeben, also der verschwindet da, und dann kann ich beide in einen Treffer drehen. Spielt keine Rolle, wie viele ich habe. Ich kann alle drehen. Dann ist er aber weg. Was doof ist, wenn er zum Beispiel da angegriffen wird. Gut, mit einer 1 wird er nicht so häufig angegriffen, nachdem er geschossen hat, aber könnte vorkommen. Kommen wir zur Verteidigung. Ich brauche noch 2 Verteidigungswürfel mehr. Regie, bitte. Da drüben sind die, glaube ich. So, also beim Verteidigen kann ich den Fokus dann auch brauchen, denn eben hier hat es auch dieses Symbol drauf. Der Unterschied da hier ist nur, er versucht jetzt so leise wie möglich zu machen. Es ist ihm wahrscheinlich auch peinlich. Danke sehr. Und da erscheinen wie durch Zauberhand 3 weitere Würfel. Also, beim Verteidigen funktioniert es genau gleich wie beim Angriff. Ich kann einen Fokus-Token ausgeben, um jedes gewürfelte Auge, so, da ist es, in ein Ausweichen zu drehen. So, toll. Aber auch hier verschwindet er dann. Das heißt jetzt gerade bei dem da hier, welcher später angegriffen wird, dazu kommen wir gleich noch, ich habe es jetzt schon wieder gesagt, im anderen Video, nämlich mit dem Angriff, der Pilotenwert ist jetzt so, je tiefer, desto eher fliegt er, aber desto später greifst du an. So, sonst, bevor ich noch was Falsches sage. Genau. Also, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass dieser kleine Kerl hier den Fokus ausgeben muss, um einfach zu überleben und ihn dann nicht brauchen kann im Angriff. Aber ihr könnt ihn auf beiden Orden einsetzen, ausweichen oder Angriff. Dran denken, ausgeben, alle Augen umdrehen und gut ist. Beim Angriff oder bei der Verteidigung. So, kommen wir gleich noch zum nächsten, was ihr auch auf dem Würfel habt, und das ist ein Ausweichen. Das kann der auch.
Ne? Das funktioniert, wie soll ich sagen, es ist fast wie ein Fokus, aber nicht ganz. Nee, eigentlich ist es gar nicht wie ein Fokus. Ist egal. Ihr könnt ein Ausweichen nehmen und dann, egal was ihr würfelt, so, ich habe scheiße gewürfelt, der Gegner macht sowas, zwei Treffer und ich habe nur ein Ausweichen gewürfelt. Dann darf ich den jetzt hier ausgeben und zu meinem Würfelergebnis hinzufügen. Das heißt, ich habe jetzt gewürfelt, ein Ausweichen und zwei Leerseiten. Dann wird noch geguckt, das wird noch später erklärt. Ich habe zweimal ausgewichen, zwei Treffer, also passiert nichts. Ich habe mich gerettet, juhu, aber auch hier, er verschwindet. Ich kann diesen Token aber nur in der Verteidigung gebrauchen und kann eben zu meinem Würfelwurf was hinzufügen. Was praktisch ist, wenn zum Beispiel ein Schiff angreift mit vier Angriffswürfeln, vier Treffer macht und ich würfle das hier und ich habe noch ein Leben, wäre ich theoretischerweise immer noch tot, aber so kann ich noch überleben. Also da müsst ihr ja schauen, welches von den beiden ihr brauchen wollt. Den Fokus könnt ihr offensiv oder defensiv gebrauchen, der hier nur defensiv. Und ihr könnt immer nur, außer einer Karte erlaubt euch, einen solchen Token bei euch haben. Also ihr könntet beide haben, aber immer nur eigentlich einen Ausweichen und einen Fokus. Außer ihr dürft mehr. Das steht aber dann, wenn ihr das dürft. Gut. So. Dann haben wir hier noch eine wunderschöne Sache. Das ist die Zielerfassung. So, da brauchen wir ein zweites Schiff dazu. Und wir brauchen einen Range Ruler. Das deutsche Wort fällt mir gerade nicht ein. Also, die Zielerfassung läuft folgendermaßen. Dieser Kerl hier will eine Zielerfassung machen auf diesen armen Tropf. Das sagt er dann, also der Spieler, der den X-Wing spielt, sagt, ich will eine Zielerfassung von ihm auf ihn machen. Er hat sich gerade bewegt, will jetzt die Zielerfassung machen. Nachdem er es gesagt hat, wird gemessen, ob er in Reichweite ist. In Reichweite ist alles, was innerhalb dieser Distanz hier liegt. Also der TIE Fighter hier wäre jetzt in der Distanz und die Zielerfassung funktioniert und muss auch gemacht werden, wenn die Reichweite stimmt. Die Zielerfassung sieht dann meistens so aus, dass ihr einen blauen Token habt und einen roten. Der rote kommt eigentlich meistens immer auf den Gegner und der blaue behaltet ihr bei euch. So, schön. Was sie jetzt damit machen, schauen wir jetzt an. Noch kurz, wenn ich sage, ich will eine Zielerfassung machen auf den TIE Fighter, dann messe ich und jetzt, oh schade, er ist außer Reichweite, dann ist es nicht so, dass ich meine Aktion vergeudet habe, sondern ich darf dann eine andere Aktion machen. Aber ja. Was auch neu ist, genau, wurde ich noch von der Regie darauf aufmerksam gemacht. Wenn der jetzt eine Zielerfassung zum Beispiel machen will auf diesen TIE Fighter, der hinter ihm fliegt, dann darf er das. Die Zielerfassung geht nämlich im 360 Grad Radius um das Schiff herum. Er kann ihn zwar jetzt gerade noch nicht dann gebrauchen im Angriff, aber er darf sie machen, solange er dann innerhalb der Reichweite ist. Gemessen wird übrigens von Base zu Base. Also nicht irgendwie da vom Schiff, da in den Cockpit aus oder so irgendwie, sondern die Base ist die Linie, die zählt und dann, wenn innerhalb ist, ist gut. Und wenn nicht, dann nicht. Was kann jetzt die Zielerfassung? Die Zielerfassung, kommt noch ein roter Würfel dazu. Die Zielerfassung funktioniert folgendermaßen. Wenn ich jetzt dieses Würfelergebnis gemacht habe, dann ich hab's gleich. Kann ich die Zielerfassung jetzt ausgeben, also wegnehmen? Der macht da Sachen nebenan und bringt mich total aus dem Konzept. Und ich darf jetzt so viele Würfel, wie ich will, von meinem Angriffswurf nochmal würfeln. Yay! Ich habe einen kritischen Treffer dazu gemacht. Die Zielerfassung ist dann aber gebraucht. Jeder Würfel darf aber nur einmal neu gewürfelt werden. Das heißt, wenn ich durch irgendeine Fähigkeit oder so nochmal dürfte ich die zwei, die ich jetzt gerade geworfen habe, nicht nochmal würfeln. Ich hätte aber auch alle drei nochmal würfeln können, wenn ich gewollt hätte. Was noch ein kleiner Unterschied ist zwischen dem Ausweichen und dem Fokus und der Zielerfassung, ist, dass am Ende der Runde der Fokus und das Ausweichen entfernt wird, ob ihr ihn gebraucht habt oder nicht. Hingegen die Zielerfassung, die bleibt. Also ich kann zum Beispiel
in der Runde vorher eine Zielerfassung gemacht haben. So, und in der nächsten Runde habe ich die Zielerfassung immer noch und habe einen Fokus. Jetzt kann ich das eben kombinieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt wieder das Würfelergebnis habe, so, wow, heißt die ausleeren? Nee. Und beim Neuwürfen habe ich zum Beispiel das hier. Ist ja schade, jetzt habe ich die Zielerfassung ausgegeben für noch einen Treffer und einen Fokus. Aber hey, ich kann den Fokus auch noch ausgeben und dieses Auge in einen Treffer drehen. Und schon haben wir drei Treffer. Und dieser kleine TIE Fighter ist ziemlich am A. So, das waren jetzt sozusagen die wichtigsten Aktionen. Aber es gibt noch ein paar andere, wie zum Beispiel hier diese wunderschöne Schleife, was auch immer. Das nennt man eine Fassrolle. Wie funktioniert jetzt die Fassrolle? Also, das Schiff guckt in die Richtung und ich sage, ich mache eine Fassrolle. Dann sage ich an, auf welche Seite ich die machen möchte. Ich sage jetzt, ich will die auf die Seite machen. Also kann ich jetzt die eine Schablone hier nehmen und längs hier an die Seite heben. Genau wie bei dieser Talonrolle, was auch immer, kann ich hier jetzt variieren, solange wie die Base breit ist. Das ist nicht erlaubt. Das ist erlaubt. Das heißt, ich kann zum Beispiel noch ein Stückchen nach vorne dann rücken, weil jetzt macht er die Rolle und kommt auf diese Seite hier an. Jetzt nehme ich es auf die andere Seite und kann jetzt wieder, solange wie die Base breit ist, hier variieren. Nicht erlaubt, erlaubt. Und kann dann sagen, wie weit das ich nach vorne oder nach hinten noch Fass rollen möchte. So könnt ihr ein bisschen korrigieren. Wichtig hier, ihr sagt dann, welche Aktion ihr machen wollt, die Fassrolle. Dann sagt ihr, auf welche Seite ihr sie machen wollt. Dann müsst ihr schauen, kann ich es überhaupt? Denn es gibt Situationen, wo zum Beispiel nicht geht. Jetzt hier ist zum Beispiel ein Schiff im Weg. Kann ich nicht machen auf die Seite. Jetzt ist es so, wenn das so der Fall wäre, ist es wie bei der Zielerfassung, die zu weit weg ist, ist dann nicht eine Aktion verloren, sondern ich darf dann einfach eine andere Aktion machen. Sogar eine Fassrolle auf die andere Seite, wenn ich möchte. Muss ich aber nicht. Gleiches gilt, wenn ein Stein oder ein Trümmerfeld im Weg ist, dürft ihr nicht drauf rollen. Was ihr auch nicht dürft, ist über den Spielfeldrand hinaus rollen. Ihr dürft zwar rausfliegen, das haben wir vorher nicht erklärt, aber das dürft ihr. Dann ist aber das Schiff verloren, also macht es nicht. Böse. Aber eben, rollen dürft ihr nicht. Jetzt gibt es noch eine andere Bewegungsaktion. Da haben wir hier diese coolen Kärtchen, die sind auch cool. Bei jedem Schiff, die solche Aktionen habt, kriegt ihr die immer mit dazu. Am Ende habt ihr irgendwie so einen Haufen Karten mit Schub. Es reicht meistens, wenn ihr nur eine dabei habt, nicht für jedes Schiff eine. Denn da steht eigentlich genau alles drauf, was ich euch jetzt so verzapfe, über die Aktionen, die ihr machen könnt. Also, Schub ist ähnlich wie Fassrolle eine Neupositionierung. Die Regie ist sehr, sehr hilfreich. Das ist warm. Warum ist das warm? Was hast du damit gemacht? Ist ja egal. Also, genau. Das habe ich mir auch schon fast gedacht. Schub funktioniert mit diesen beiden Schablonen in den meisten Fällen. Aber auch da, es gibt vielleicht eine Karte, die euch etwas anderes erlaubt. Im Gegensatz zu Fassrolle geht der Schub aber eigentlich wie eine Bewegung. Noch so ein Schub dazu. Hier sagt ihr, wie bei der Fassrolle, als erstes, ich mache den Schub. Dann sagt ihr, mit welcher Schablone bzw. welche Richtung ihr machen wollt. Hier müsst ihr natürlich die Richtung nicht ansagen, denn das geht einfach geradeaus. Sagt ihr, ich mache einen Schub geradeaus. Oder ihr sagt, ich mache einen Schub nach links, von mir aus gesehen. Oder ich mache einen Schub nach rechts, von mir aus gesehen. Und dann führt ihr wie ein stinknormales Manöver durch. Also Schiff festhalten, schön festhalten, Schablone hin, Schablone festhalten, Schiff bewegen. Und zwar wieder hier mit dem Hintern an die Schablone ran. Und fertig ist der Schub. Hilft, um euch vielleicht noch aus der Schusslinie zu bringen oder etwas in die Schusslinie zu kriegen, was auch immer. Gleiche Regeln wie bei der Fassrolle. Wenn ein Schiff im Weg ist, geht nicht. Wenn da Stein im Weg ist, geht auch nicht. Und über den Spielfeldrand aus, geht auch nicht. So, das sind die neuen Positionierungen. Hey, wir haben jetzt schon wieder eine Aktion weniger. Kommen wir nochmal zu einer speziellen Aktion, das Tarnen.
Okay, sagen wir jetzt mal, dieses Schiff hier könnte eine Tarnaktion machen. Ist ein TIE Phantom, für die, die das Spiel schon kennen oder Expanded Universe ein bisschen kennen, gibt es die Tarnaktion. Steht dann auch hier drauf oder hier auf dem Kärtchen drauf, wenn ihr das machen könnt. Wenn ihr das macht, sagt ihr, ich tarne. Gut, kommt dieser Token hier nebendran. Das heißt jetzt, dass der Verteidigungswert um 2 steigt. Das heißt, der hätte jetzt vorhin eine 3 gehabt, hätte jetzt eine 5. So, ihr dürft dann aber nicht angreifen, während ihr mir getarnt seid. Das heißt, es ist vielleicht wichtig, wenn ihr in einer blöden Position seid, wo ihr nicht wirklich angreifen könnt, aber verteidigen müsst, kann das hilfreich sein. Wegen mehr, und jetzt pfeifen noch die Meerschweinchen rein, ich hoffe, ihr hört das nicht unbedingt. Seid jetzt still, gibt nachher was zu fressen. Psst. So. Also, ihr seid getarnt, erhöht euch den Verteidigungswert, aber ihr dürft nicht angreifen. So. Das ist die eine Aktion. Jetzt dürft ihr aber euch bei der nächsten Aktivierungsphase, bevor sich irgendein Schiff bewegt, enttarnen sich alle Schiffe, die sich enttarnen wollen. Also ihr müsst nicht, aber ihr dürft. Enttarnt wird, ich noch eine Schablone, mit der Zweier-Schablone. Es gibt einen Piloten, der was anderes noch kann, aber das seht ihr dann. Und das wird gemacht entweder wie eine Fassrolle, also da sagt ihr, ich enttarne. Ich sage dann auch noch die Richtung an, also in die da. Und dann kann ich wie bei der Fassrolle mit einem Zweier, so. Was jetzt ist, das dürfte ich über ein anderes Schiff machen. Das heißt, wenn jetzt hier das Schiff so ist, dann dürfte ich das auf diese Seite hin machen, weil die Endposition des Schiffs macht kein Problem mit dem anderen Schiff. Was ich aber auch dürfte zum Enttarnen ist, sozusagen wie der Schub nach vorne. Also, bevor sich irgendein Schiff bewegt, dürfen sich alle Schiffe, die getarnt sind, enttarnen, wenn sie das wollen. Entweder mit einer Fassrolle, eine Zweier, oder mit einem Zweierschub. Und zwar wieder nach Pilotenwert bzw. Initiative. Wenn zwei Piloten den gleichen Wert haben, darf der Spieler zuerst, der die Initiative hat. Wenn ihr euch dann aber enttarnt habt, habt ihr auch nicht mehr den Verteidigungsbonus. Denn jetzt sieht euch ja jeder und kann auf euch draufballern wie vorhin. Ist das alles zur Aktion Tarnen? Enttarnen? Also Enttarnen ist jetzt nicht unbedingt eine Aktion in dem Sinne, aber das Tarnen, das ist eine Aktion. Das andere nicht unbedingt. Und dann dürft ihr euch dann noch bewegen. Also eben, es ist sehr, sehr tricky, das dann auch entsprechend hinzukriegen und ja, die Manöver schön zu planen, dass ihr dann auch dorthin kommt, wo ihr hin wollt. Gut, dann haben wir hier noch so ein Kärtchen. Das ist der Slam. Der Slam gibt es bis jetzt nur für den K-Wing. Ob es ihn demnächst auch noch für andere Schiffe ist, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Der Slam ist so eine Art Schub, könnte man sagen. Ihr habt nämlich vorhin ein Manöver eingestellt. Sagen wir, in 2 geradeaus mit einem Schiff, das Slam kann. Dieser TIE Fighter kann es immer noch nicht. Wenn ihr jetzt die Aktion Slam machen wollt, dürft ihr nach der Bewegung nochmal ein Manöver durchführen mit der gleichen Geschwindigkeit. Muss aber nicht das gleiche Manöver sein. Also ich kann zum Beispiel eine 2er leichte Kurve machen oder ich könnte eine 2er starke Kurve machen. Spielt keine Rolle und auch die Richtung spielt keine Rolle. Es muss einfach das sein, was auf dem Manöverrad drauf war. Wenn ich dann jetzt noch den Slam gemacht habe, boah, langsam wird es eng, und nur noch gucken, dass ich auf dem Bild bin, dann kriegt das Schiff diesen Token hier. Den, wenn ich da drauf gucke, den Waffen deaktiviert Marker. So, das heißt, er darf in der nächsten Runde nicht angreifen. Wird aber dann entfernt am Ende der Runde. Also in der nächsten Runde darf er angreifen, wenn er keinen Slam macht.
Der K-Wing ist dadurch, eben da bis jetzt nur der K-Wing das kann, ein sehr, sehr schnelles Schiff, das sehr schnell von A nach B kommt, aber halt nicht unbedingt zu gefährlich ist, denn wenn er geslammt hat, dann kann er nicht angreifen. Was auch noch ist, ihr könnt dann keine freien. Nochmal, ein Schiff darf Slam nicht als freie Aktion durchführen. Das haben wir noch nie gelesen. Schön, haben wir darüber gesprochen. Also, nein, ihr dürft dann eben nicht schießen. Tja, wenn ihr diese Aktion macht. Und ihr müsstet es zuerst machen, denn, hier kommen wir jetzt da noch zu diesem Begriff, freie Aktion, ihr habt immer eine Aktion zugute, außer wenn ihr Stress habt oder auf dem Stein gelandet seid. Ja, das sind die Hauptbeispiele, die wichtig sind. Oder ihr habt gebumpt. So, da. Also, reinfliegen, keine Aktion. Stein, keine Aktion. Stress, keine Aktion. Aber sonst eine Aktion. Aber es gibt auch noch freie Aktionen, die ihr zusätzlich machen könnt. Je nachdem steht es auf der Karte drauf, ob ihr das machen dürft oder nicht. Wir werden dann noch ein spezielles Video dazu machen, weil es da noch ein paar spezielle Karten dazu gibt. Es geht jetzt aber zu lang, das noch hier zu erklären, wobei das Video eh schon das längste wahrscheinlich der ganzen Reihe werden wird, bis jetzt. Okay, bei den freien Aktionen ist noch wichtig, ihr dürft eine Aktion immer nur einmal durchführen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier vorhin einen Fokus gemacht habe und jetzt als freie Aktion nochmal Fokus machen will, nee, ich müsste dann zum Beispiel das Ausweichen noch nehmen oder eine Fassrolle machen. Das dürfte ich. Gut. Jetzt ist es nicht nur so, dass hier auf den Schiffen Aktionen drauf sind, sondern eben, wie wir vor kurzem auch noch erwähnt haben, dass zum Teil auf den Aufrüstungskärtchen das Wort Aktion auch noch drauf steht. Oder ja, das kann sein, wie hier zum Beispiel eine Mine oder eine Bombe. Es kann aber auch sein, dass es ein Piloten-Elite-Talent ist oder eine Modifikation oder. Die dürft ihr dann auch machen, wenn Aktionen an der Reihe sind. Zu den Spezialfällen mit, wenn ihr mehrere Aktionen machen wollt, mit Kärtchenkombinationen kommen wir eben dann noch dazu, weil das dann meistens noch Stress involviert ist und je nachdem, was ihr nehmt und so weiter und so fort. Ja, ist das jetzt alles von den Aktionen? Haben wir alle Aktionen? Also es wird wahrscheinlich irgendwann noch weitere Aktionen dazu geben, aber das sind jetzt alle, die wir so bis hierhin haben, außer bei den epischen Schiffen, aber die rühren wir auch nicht an, denn hier geht es hauptsächlich um das Standardspiel und nicht um epische Spiele. Ja, gut, ich glaube, das wäre alles. Ja, tschüss, bis zum nächsten Video.